Willkommen aus München mit der Sony Smartwatch 2 hier, die nun endlich fertiggestellt ist. Wir können sie für ca. 200 Euro kaufen. Der Preis geht schon jetzt ein bisschen nach unten. Es gibt verschiedene Modelle mit Plastikarmband oder Metallarmband, verschiedene Farben. Aber wir haben ein Standard 24mm Band, was hier auch nochmal an der Seite dran steht. Heißt, wir können auch uns Standardbänder kaufen, einfach im Laden und das hier dann entsprechend austauschen. Mit Android 4.0 oder später funktioniert das. Ihr könnt einfach den QR-Code hier einlesen und per NFC können wir auch noch paaren. Über Bluetooth ist es dann entsprechend immer über Bluetooth 4 gepaart, heißt relativ wenig Strom wird hier benötigt. Es ist IP57 dicht, heißt im Wasser, das könnt ihr auch da schon mal sehen, 1 Meter tief, eine halbe Stunde muss es aushalten, 3 bis 4 Tage soll der Akku halten. Das werde ich natürlich testen. Ich habe hier schon eine Smartwatch von TomTom an, die ist nicht ganz so schlau, denn ich verbinde sie nicht über Bluetooth, sondern kann für andere Sachen verwendet werden. Das seht ihr dann aber in unseren anderen Videos. Und hier seht ihr nochmal per NFC, ganz einfach kann ich das paaren. In der Verpackung sollte nur noch ein USB-Kabel mit drin sein und hier ist auch schon die Uhr, die, glaube ich, schon mal von einem Kollegen getestet wurde, denn ich bin nicht der Erste auf jeden Fall, der das hier auspacken wird. Ich probiere jetzt hier mal die Verpackung einfach hier aufzukriegen. So, ist ganz cool gemacht übrigens, man muss es hier in verschiedene Richtungen hier sozusagen aufziehen und dann haben wir hier auch schon die Uhr, die ich einfach mal so rausheben kann. Hier ist sie auch schon mit einem schönen großen Touchscreen. Ich glaube 1,4 oder 5 Zoll müsste das sein. Ich kann sie hier, glaube ich, einfach mal so rausziehen. Genau. Da ist sie auch schon. Ich lege es jetzt mal kurz auf das Sony Xperia Z Ultra. Den Teil kann ich jetzt hier nicht rausziehen. Aber ich sehe schon, hier unten ist das Micro-USB-Kabel, dass hier auch nochmal einfach reingesteckt ist und mehr ist eigentlich schon gar nicht in der Verpackung drin, bis auf noch ein bisschen eine Anleitung. Die schaue ich jetzt mal gleich mal an. Ich stecke das Kabel mal wieder hier weg. Ich hoffe nämlich, die Uhr ist geladen. Wenn nicht, dann muss ich schnell ein Ladegerät holen. Aber doch, sie ist geladen. Ich habe mal kurz die Taste gedrückt. Sony typisch schön groß und hier steht auch schon, ja, ich kann, sollte es am besten mit dem Smartphone jetzt mal verbinden. Ich könnte jetzt X drücken, aber ich nehme jetzt einfach mal hier mein Sony Xperia Z1 her. Schau mal kurz, ob NFC an ist. Ist an. Einfach drüber halten. Das Handy oder das Gerät hat kurz vibriert, aber ich glaube, das ist eher am Akku, mit dem Akku abhängig. Timer wollte ich jetzt gar nicht. Okay. Normalerweise müsste das Pairing ganz einfach klappen. Ich gehe nochmal in die Einstellungen. Language, Security, Reset, Support, Security. Normalerweise, ich gehe mal auf Bluetooth, Make Visible for Pairing. So. So können wir es nämlich auch ganz einfach paaren mit Geräten, die keine NFC natürlich haben. Muss ich Bluetooth mal kurz anmachen. So, hier sagt man Search for Devices. Da ist auch schon die Smartwatch. Das ist natürlich der umständliche Weg. Per NFC sollte es eigentlich nochmal so ganz auch einfach klappen. Ich probiere es in dem englischen Video gleich nochmal später. Der Name von der Smartwatch ist zwar nicht erschienen, aber ich sehe schon am Icon, dass es das eigentlich genau sein müsste. Jetzt steht hier Pairing. Ich müsste gepaart sein. Hier auf dem Display seht ihr das auch. Es hat geklappt. Ich muss zuerst mal updaten, bevor ich sie benutzen kann. Okay. Das kann natürlich immer wieder vorkommen, aber deswegen ist es immer ganz schön, wenn man eine Internetverbindung hat. Update. Komischerweise will das jetzt irgendwie nicht funktionieren. Hier auch nicht. Die Uhr sozusagen weigert sich jetzt hier auch noch was weiteres zu machen. Das ist natürlich immer der Vorführeffekt, während das hier sozusagen macht, was es machen will. Einfach mal hier nochmal schön ein Activation Code für Runtastic Pro als App. Sehr schön. Denn natürlich auch als sozusagen Sporttool ist das geeignet. Wir sehen können noch verschiedene Kurzanleitungen und ein Legal Information Guide, der mich jetzt gerade nicht interessiert. Ich schaue mal kurz die deutsche Kurzanleitung an. Per NFC einrichten natürlich ganz einfach. Wir schauen uns gleich nochmal die Uhr im Detail an vom Nahen, was wir euch eigentlich schon mal auch gezeigt haben. Und ansonsten steht hier eigentlich nicht allzu viel Spannendes drauf. Aber im Detail werden wir
werden wir sie euch auf jeden Fall noch vorführen, was die Software so kann. Hier könnt ihr das Ganze natürlich über USB aufladen, Micro-USB, was auch sonst. Aber natürlich, das solltet ihr jedes Mal gut verschließen, denn wie gesagt, das ist ja wasserdicht. Das Gummiarmband fühlt sich schön weich an. Ich weiß nicht, wie lange das halten wird. Ich kann es mal kurz an meiner Hand hier anlegen und dann seht ihr ungefähr die Größe. Für mich eigentlich als Mann ganz angenehm. Ich weiß nicht, ob Frauen das hier okay finden werden, aber kommt man auch ganz gut ran. Und auch die Android-Touch-Tasten hier sozusagen sind ganz angenehm. Leider finde ich ein bisschen schade, dass keine SIM-Karte oder so noch hier reingepasst hat oder eine Kamera, wie bei der Samsung-Konkurrenz. Aber dadurch ist es auch, glaube ich, ein bisschen dünner geworden und die Laufzeit klingt eigentlich auch besser wie jetzt von den Koreanern. Also die Japaner haben hier eigentlich ganz Gutes geschaffen, bis auf die Software, wie es scheint, denn die weigert sich hier anscheinend gerade und will nicht so wirklich. Sagt mir, ich soll updaten. Klappt jetzt allerdings nicht, deswegen. Ah, doch, jetzt hier. So. Ist auch schon am Updaten und dann kommen wir hoffentlich gleich noch weiter. Das ist ein bisschen buggy jetzt, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber so sieht das immer in Real Life. Und ihr seht auch schon. Hier zeigt mir jetzt die Uhr an. Ich kann per Handy einfach das Gerät bedienen, indem ich jetzt hier noch eine App runterlade, die Smartwatch 2 SW2 App. Und dann kann ich hier im App Store mir Apps auf die Uhr sozusagen anschauen und dann auf die Uhr rüberladen. Und hier seht ihr auch schon, Smart Connect steht da. Ich kann jetzt hier die Uhr auch einfach aufwecken. Mir verschiedene Events anschauen. Es gibt eine Taschenlampen-App, heißt einfach, das Display leuchtet weiß. Und ihr seht noch keine weiteren Sachen. Aber ich kann jetzt natürlich hier einfach hier die Smartwatch-App aufmachen. Was das auch immer. Hä? Okay, das macht gerade nicht sehr viel Sinn. Moment. Und zwar Smart Connect. So, Smartwatch. Genau, und dann kann ich hier einfach sagen, ich möchte hier ein paar Sachen zum Beispiel einstellen, wie Gmail runterladen, Call Handling, es gibt Installed Application, Recommended Applications und natürlich auch noch sehr viel mehr, die ich einfach hier im Store suchen kann. Entweder nur für die SW2 optimiert oder es gibt ja schon die erste Smartwatch von Sony. Sozusagen hier, so Search. Und dann haben wir hier wirklich eine sehr große Auswahl an Apps, die so ziemlich unendlich ist. Sind nämlich ein paar hundert, die ich hier entsprechend ausprobieren könnte, unter einem Runtastic. Aber das folgt dann alles im kompletten Test, nachdem es jetzt hier nicht ideal geklappt hat. Hoffen wir, das wird dann jetzt noch ein bisschen besser. Das war sozusagen dann das erste Unboxing. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.